Hallihallo, hallihallo, hier ist die Andrea aus Santa Lucien von andreawirk.com. Heute wieder mit einem Kartenblick, mit einem Auswahlorakel von drei Stapeln, wovon du dir einen oder mehrere Stapel aussuchen kannst. Das ist eine allgemeine Legung, die jederzeit gemacht werden kann, zu der ich aber ein Thema habe. Und das Thema heute ist in deine Urkraft beziehungsweise vielleicht auch in deine Selbstermächtigung. Ich werde schauen, was die Karten sagen, wobei beides gehört ja irgendwie auch zusammen. Also in deine Kraft. Hier geht es um die Urkraft, hier geht es um deine Selbstermächtigung und um deine innere Macht, um deine innere Kraft, die entfaltet werden möchte in einem bestimmten Thema oder eben auch in deinem Bewusstwerdungsweg oder in deiner Entwicklung. Und du kannst es natürlich gerne reinbringen, dein Thema, deine Situation. Und genau, und dann gucken wir einfach, was passiert. Ich habe hier sehr unterschiedliche Decks heute. Und zwar habe ich hier heute das nagelneue Runic Tarot, was absolut kraftvoll ist. Und deswegen hatte ich auch die Idee, dieses Thema zu machen mit der Urkraft. Dann habe ich aber das Deck hier in der Hand gehabt vom Cosmic Tarot und habe auch noch überlegt, ob ich es überhaupt verwende. Wollte eigentlich erst das Wildwood nehmen. Und ich habe aber das Gefühl gehabt, das muss hier rein. Das ist ein ziemlich crazy Deck. Und das hatte mich dann auf die Idee gebracht, eben, dass wir vielleicht auch die Selbstermächtigung angucken. Also Urkraft, Selbstermächtigung, das sind so die Themen, ja. Wir gucken halt je nachdem, was, vielleicht ist auch beides eins, ich weiß es nicht. Das kann man ja auch, es sind beides auf alle Fälle kraftvolle Energien. Und ich habe hier noch als dritten Stapel das Mariel Tarot, also das Runic Tarot, Stapel Nummer 1, das Cosmic Tribe Tarot, Stapel Nummer 2, das hat sehr viel Nacktheit, also sehr krasse Nacktheit, die aber nicht jetzt erotisch ist, sondern einfach nackte Menschen. Das darf man einfach dazu sagen und es ist sehr crazy. Und das Mariel hat auch, das ist der Stapel Nummer 3, hat auch etwas Nacktheit, aber ein bisschen dezenter. Hier ist natürlich auch Nacktheit beim Runic Tarot, aber da geht es ja mehr um die Kraft. Also hier ist auf alle Fälle überall ein bisschen was drin von Nacktheit. Das ist sehr extrem. Wenn du damit ein Thema hast, dann würde ich sagen, der Stapel vielleicht ist nicht so ganz für dich. Aber du kannst ja selber reingucken und dann immer noch ausschalten, wenn es für dich zu heftig ist, weil es ist ja nicht jede Karte mit Nacktheit, sondern da sind ein paar spezielle Karten eben. Genau. Und Nacktheit ist ja eigentlich auch nichts Schlimmes. Nacktheit ist eigentlich deine Wahrhaftigkeit, ja. Und wir wollen ja auch deine Urkraft, deine Wahrhaftigkeit, deine Selbstermächtigung anschauen, letztendlich. Genau, also, lange Rede, kurzer Sinn. Stapel 1, Stapel 2 oder Stapel 3. Du darfst dich jetzt entscheiden. Ja, und wie immer habe ich natürlich noch andere Tarotdecks hier nebenan liegen, die ich vielleicht noch mit benutze und auch Orakeldecks. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt weiter. So, und dann haben wir hier jetzt den Stapel Nummer 1 für die Fragesteller, die den Stapel Nummer 1 gewählt haben. Und wir fragen jetzt das nagelneue Runic Tarot, was ihr denn wissen dürft, liebe Fragesteller, bezüglich eurer Urkraft, eurer Selbstermächtigung. Eurer. Ja, ein Stück weit geht es hier natürlich auch um die Authentizität, weil die Authentizität ist natürlich auch kraftvoll. Müssen wir einfach gucken, was hier jetzt kommt. Das ist ein sehr kraftvolles Deck. Ich gehe mal davon aus, hier geht es dann wohl schon auch eher um die Urkraft oder um die Selbstermächtigung. Und du spürst bitte hinein, beziehungsweise bringst jetzt erstmal dein Thema rein, was du hast, ja, und dann spürst du, ob du damit irgendwie was anfangen kannst mit der Legung. Press bitte nichts rein, was hier nicht rein soll. Wenn es nicht passt, passt es nicht. Dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Ne? Okay, gucken wir mal, was bei dir los ist. Wir haben ja die drei der Schilde. Wow. Die drei der Schilde. Und den Tod.
und den König der Kelche. Mit der Wunjo und der Gebo. Hier haben wir die Algits und was haben wir hier? Die Lagus, oder? Nee, habe ich jetzt falsch gesehen. Das war so weit weg wieder hier. Das ist echt krass. Die Ansus ist das. Okay. Die vier der Münzen, die vier der Schilde und die zwei der Stäbe. Die ist sehr kraftvoll hier, finde ich. Die zwei der Schwerter. Oh, wir haben die zehn der Hörner versteckt. Die Königin der Stäbe ist die Herausforderung. Wow, die Hohepriesterin ist der Weg. Guck mal, wie toll die ist hier mit dem Büffel. Wow. Und der oh, der ist so kraftvoll. Der Eremit ist das Ergebnis. Wow. Mit der, ich nehme an, das ist die Isa. Da muss ich jetzt mal reinspüren, Leute. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich aufgenommen hatte. Also Leute, falls ich jetzt nicht aufgenommen habe, weil es war jetzt nicht auf Stopp, sondern auf Dings. Ich habe die Karten hier schon ausgelegt und hatte Stopp gemacht, also Pause, um mal reinzufühlen. Und jetzt war das Ding aus. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt aufgenommen habe. Also, diese Legung ist sehr kraftvoll und in dieser Legung geht es um deine innere Weisheit. Deine wahre Kraft ist dein Inneres, deine Weisheit, dein Wissen, dein Leuchten. Das möchte hier mit dem Ergebnis auch raus. Wir haben hier diesen wundervollen Eremiten, der mit diesem Baum verwurzelt ist. Und das ist so eine kraftvolle Karte. Und das ist zum einen die Verwurzelung mit dir selbst, aber auch mit dem, was ist. Und mit der Isa, das ist ja auch die Zentrierung nach innen, geht es im Ergebnis darum, dass du deine Kraft aus dir herauskommt, aus dieser Verwurzelung mit allem, aber eben auch aus deinem inneren Wissen, aus deiner Intuition. Und das ist letztendlich auch der Weg, in deine Intuition zu gehen. Ich fange heute mal hinten an. Und die Hohepriesterin, die ist ja so die Vermittlerin zwischen der Dualität oder der Polarität und auch zwischen dem Wissen und dem Nichtwissen, ja. Und das Nichtwissen ist, man meint immer, man weiß nichts, aber man weiß alles. Man weiß alles, man darf halt einfach nur in sich hineinspüren. Und das ist hier der Weg. Dann kannst du zum Eremiten kommen, der ein ganz kraftvoller, angebundener, deine Urkraft, deine Selbstermächtigung ist die Angebundenheit und die innere Weisheit und die Intuition. Das ist deine Urkraft. Und im Moment ist es so, dass du eigentlich schon der Meister bist in dieser Geschichte, dass du das schon in dir drin hast und dass du eigentlich auch schon dran gearbeitet hast. Aber du zeigst es noch nicht, du stehst noch nicht dazu. Ja, das möchte jetzt geändert werden, weil es möchte, dass du in deiner Kraft gezeigt wirst. Ich lese sie jetzt mal ein bisschen anders, dass du durch die Tür, durch die Schwelle der Veränderung gehst und dich in deiner ganzen Kraft zeigst. Ja, das will der Tod eigentlich. Und mit der 10 der Hörner ist es so, dass du auch, guck mal, hier haben wir ja auch die Isa und wir haben die Asus oder wie die heißt, wie heißt sie? Algits. Algits heißt sie. Und hier geht es darum, dass du wirklich dein inneres Zuhause spürst. Das Zuhause ist nicht im Außen und du glaubst, das Zuhause und das Materielle ist wichtig, aber eigentlich ist das, was in dir drin ist, wichtig. Da ist dein Zuhause, da ist deine Heimat, da ist dein Reichtum. Ja, und das darfst du lernen, weil wir haben ja auch noch eine Karte, die darstellt, dass die vier der Schilde, dass hier was zerstört wird, nämlich dein ganzer Besitz, dein ganzes Materielles, was du hast, aber du konntest dich retten und hast hier aber deinen Schatz. Und das ist dein Schatz, den hast du dir erarbeitet, den hast du dir gerettet. Und vielleicht ist im Außen irgendwas zerstört worden, was dir wichtig war, was dein Besitz war, in Anführungsstrichen. Aber da ist nichts zerstört. Das Wichtige, was du hast,
ist in dir und da bist du der Meister geworden. Du bist der Meister. Und hier haben wir auch den König der Kelche mit der Wunjo und der Gebo in einem so ein bisschen. Und das ist auf alle Fälle der Flow, das ist die Wonne. Die Wunjo ist die Wonne, ja. Und die Gebo ist die Liebe letztendlich und die, das mit das Geben und das Nehmen. Und der ist im Flow. Der ist aber auch ausgerichtet, weil er auch gleichzeitig noch Feuer ist, beziehungsweise Luft, je nachdem, in dem Fall vielleicht sogar eher Luft. Und Wasser und Luft. Und er ist ausgerichtet, er ist klar, aber er ist im Flow. Und deine Kraft ist in dir drin. Deine Kraft ist die Weisheit. Das ist deine Urkraft. Und dass du in den Flow gehst und aus der Liebe und dem Flow heraus handelst, das macht dich kraftvoll. Und das ist die Herausforderung, das zu erkennen. Und sie ist nämlich kraftvoll. Sie ist letztendlich ja auch Wasser als Königin, aber gleichzeitig Feuer wegen der Stäbe. Sie fließt auch, sie ist auch in der Liebe, aber sie ist in der Präsenz. Ja, dadurch, dass sie in der Liebe ist, ist sie präsent. Dadurch, dass sie in der Liebe ist, kann sie... Ist sie selbstbewusst, sie kann ihr Fließen, ihre Liebe selbstbewusst und feurig nach außen bringen. Und das ist die Herausforderung, dass du verstehst, wenn du im Flow bist, wenn du in der Intuition bist, wenn du in dein inneres Wissen gehst, dass das keine Schwäche ist, sondern dass das deine Urkraft ist. Und dass die gelebt werden möchte, dass die in die Welt gelebt werden möchte und dass da was geformt werden möchte. Mit ganz viel Feuer, aber gleichzeitig im Flow, ja. Also wir haben hier eine männliche und eine weibliche Energie. Und die weibliche ist aber hier vorrangig. Das ist dieses Fließen, die Intuition, das Urwissen. Hier geht es noch nicht mal um die Urkraft, sondern um das Urwissen. Und das in die Welt zu bringen als authentisches Sein, was du dann letztendlich bist, ja. Und das hier, was im Außen ist, ist nicht wichtig. Selbst wenn jetzt was kaputt ist, wenn was weg ist, ist egal, ob es um Geld, um die Arbeit, um die Wohnung, um einen Freund, um den Partner, um irgendein Familienmitglied geht oder um, weiß ich nicht, gibt ja noch andere Sachen, die so auf der materiellen Ebene wichtig sind. Im Außen, das ist eigentlich mehr so das Außen, das ist nicht wichtig. Sie hat hier auch die Isa, die haben wir hier mehrmals vertreten. Ja, hier, ich weiß gar nicht, was hier bei der Hohepriesterin ist, da kann ich jetzt nichts erkennen. Hier beim, nee, warte mal, irgendwo war sie doch noch. Ach, ist ja auch egal jetzt. Hier haben wir sie auch, die beiden. Wenn du bei dir bist, dann kann alles zerstört sein im Außen. Trotzdem kann es dir gut gehen, weil du deinen Schatz, dich selbst, dein Sein in dir drin hast. Ja? Und dann kannst du auch in den inneren Frieden kommen und aus diesem inneren Frieden heraus agieren hier mit der, ach, wie heißt sie jetzt noch? Ich vergesse immer den Namen. Tivats, genau. Das ist eine ganz geradlinige, das ist eine ganz männliche Kraft. Die ist fokussiert. Sie fokussiert sich aus der Innenschau heraus, aus der Isa, ja. Und kann dann das Zeug nach außen leben, was in dir drin ist. Das ist eine super kraftvolle Legung, die aber die Kraft aus dem inneren Sein heraus schöpft, aus dem inneren Wissen, aus der Intuition, aus der weiblichen Kraft eigentlich. Also du darfst erkennen, dass deine Urkraft eine weibliche Kraft ist, die aber mit einer männlichen Kraft nach außen gebracht wird. So könnte man das auch ausdrücken. Das ist total spannend. Ich weiß zwar nicht, ob du das jetzt alles verstehst und weißt, wie du das jetzt umsetzen sollst, aber das ist das, was mir jetzt hier bei der Legung kommt. Es klingt jetzt ein bisschen arg bewusstseinsmäßig und spirituell, aber das ist das, was hier gelebt werden will, und dann kannst du auch wirklich wurzeln und dann kannst du dein inneres Zuhause auch nach außen leben, und dann wird das ein Fest, dann wird das Leben ein Fest. Das ist so ein bisschen das, was ich in der letzten Legung gesagt habe, mit dem Seelensein und Menschsein verbinden, ja. Das ist ungefähr das Gleiche. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben den König der Arrows.
Der Kingfisher, also den König der Arrows. Die neun der Arrows. Die drei der Steine und den Wanderer. Wow. Also hier, das ist so ein bisschen hier beim Tod. Also du hast mit diesen Karten auf alle Fälle. Also bei dir geht es auch um die Fokussierung. Das ist ganz wichtig. Das haben wir ja hier. Dass du wirklich Innenschau hältst. Das ist hier auch so ein bisschen die Hohepriesterin und der Eremit, der Innen. Dass du wirklich in dich hineinfühlst und dann das nach außen lebst, was in dir drin ist, und zwar fokussiert. Und das sind letztendlich die beiden Karten. Ja, das ist der König der Arrows, der weiß genau, der kennt sein. Ich meine, das ist ja dieser Eisvogel, glaube ich. Und der ist messerscharf, der kann genau gucken, wo was ist, und dann jups, fischt er seinen Fisch. Ja, also der ist fokussiert auf alle Fälle, fokussiert und schnell. Und es geht aber auch darum, mit der 9 der Stäbe, mit der 9 der Schwerter, mit der 9 der Pfeile, sorry, sich dem Ganzen hinzugeben. Hier steht Dedication. Und sich nicht in irgendwelche Kämpfe, die von außen kommen, die dann so Kopfkino letztendlich machen, hineinzubegeben, sondern wirklich bei sich zu bleiben. Die Hingabe oder die, ja, ist eigentlich bei sich bleiben, ja. Und das kannst du, wenn du dich fokussierst. Und das ist letztendlich auch der Eremit und die Hohepriesterin und die zwei der Schwerter von der Energie her, ja. Und die drei der Steine sagt, dass es auch noch darum geht, dich wirklich, guck mal, sie gibt sich auch total hin. Sie ist eins, sie ist so ein bisschen wie der Eremit. Ja, dass du bei dir bist. Wenn du bei dir bist, dann kannst du ganz kreativ werden. Ja, das ist ja letztendlich hier auch die Königin der Stäbe, die ist ja auch kreativ. Und ja, das geht hier um die Fokussierung, um die Hingabe, sich nicht vom Außen zu sehr einwickeln zu lassen und einfach bei sich zu bleiben. Und guck mal, wie die verbunden ist mit dem Stein und mit den Wurzeln. Das ist wirklich so ein bisschen wie der Eremit. Und daraus kann ganz viel Kreativität entstehen, ja. Und dazu musst du aber erstmal losgehen und dich trauen. Trau dich, aus dem Alten rauszugehen, was beendet ist, durch die Schwelle. Du hast alle Tools, du kannst es, und lass das Alte einfach hinter dir. Nimm deinen Schatz, den du in dir trägst, und geh einfach los. Ja, über den Regenbogen in deinen Wildwood. Wow, das ist total klasse. So, jetzt haben wir hier noch das ein Runen-Tarot. Ich weiß gar nicht, wie heißen die Karten denn? Runenkräfte-Karten, keine Ahnung, wie die heißen. Das ist ein Kartendeck mit Runen. Da will ich jetzt auch noch mal kurz ein paar legen. Ich habe schon gleich keine Stimme mehr. Ganz krass. Gucken, was wir hier noch haben. Ich weiß nicht, welche. Die hier. Okay. Wow, das ist die Manatz und die Se 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 Wie heißt sie? Sovilo. Ich will immer Selvo sagen. Die Manatz ist eine ganz tolle Karte. Das ist eigentlich die Menschsein-Karte. Es ist auch eine sehr männliche Karte. Hier ist es aber so ein bisschen dargestellt, dass es eben auch um eine Verbindung geht. Ich glaube, da streiten sich wohl die Geister. Ich habe das ein bisschen anders gelernt. Ah, das ist ja auch die Ewaz und nicht die Manatz. Oh, das habe ich jetzt verwechselt. Sorry. Und die. Das ist auf alle Fälle die Sonne, sieht man ja hier schon, ja. Und das ist auf alle Fälle deine Kraft. Also lass dein Licht aus dir scheinen mit dem Eremiten, ja. Und dann kannst du ganz kreativ sein, ganz, ganz, ganz kreativ. Ja, also die Ewaz, da streiten sich jetzt die Geister. Ist zum einen natürlich die Verbindung hier. Man sieht, dass hier zwei, ne, aufeinander zugehen, so in dem M sozusagen. Aber sie ist eigentlich das Pferd. Und das Pferd ist ja so eine Art,
Damit geht man ja ein Transportmittel sozusagen, ja. Und hier geht es natürlich schon auch darum, um das Weiterkommen, um die Veränderung. Hier haben wir ja auch die Veränderung um den Wechsel. Es ist natürlich auch ein Transportmittel vielleicht zwischen zwei Menschen oder beziehungsweise zwischen zwei Welten. Und ich glaube, hier geht es aber mehr um das Transportmittel als jetzt um die, ups, als jetzt um diese, was die Frau, die das Kartendeck geschrieben hat, gemacht hat, sagt, nämlich Ehe und so. Hier geht es mehr um das Weiterkommen, um das aus sich herausgehen, in den Flow gehen. Ich meine, das hat ja auch was mit Gemeinsamkeit zu tun. Und das hatten wir hier ja auch schon. Also es geht darum, jetzt in den Flow zu gehen, aus dem rauszugehen, was einen vielleicht festhält. Ja, hier, das Außen und wirklich aus sich herauszuleben. Und das ist letztendlich auch die Solevo. Und das ist der Selbstausdruck, das ist das Selbstbewusstsein. Und dadurch kannst du dann letztendlich auch ganz kraftvoll in der Welt agieren und kannst dann auch erfolgreich werden hier, ne, mit der. Und das ist wichtig, mit der Fokussierung ist ganz wichtig, dass du dich auch fokussierst. Eben erstmal auf dich, auf dein Inneres, auf das, was du dir erschaffen hast, auf das Ende und eben dann das nach außen zu leben, was in dir drin ist. Und das ist eine fließende Kraft, eine weiche, fließende, weibliche Kraft, ja. Und die aber eben fokussiert nach außen, also gebracht werden will, was ich ja eben schon gesagt habe. Das ist ja auch fließend und das ist eher der Selbstausdruck, das ist wieder eher eine männliche Energie. Also hier geht es darum, die weibliche fließende Energie in dir zu entdecken und zu ehren und als Schatz zu erkennen, was auch immer es ist, ob es die Intuition ist oder dass du, weiß ich nicht, das wirst du dann wissen, um dann das Ganze kraftvoll, fokussiert, männlich nach außen zu bringen. Ja, das ist letztendlich auch dieser Eremit, das schaffst du dann. Und dann bist du so. Und das ist kraftvoll. Und du machst das Ganze auf eine ruhige Art und Weise. Nicht auf eine stürmische, kriegerische, sondern auf eine ruhige, zentrierte, in sich zentrierte, nach außen fokussierte Art und Weise. Das ist dann das Ergebnis. Das bist du dann in deiner Urkraft, in deiner Selbstermächtigung. Und das ist ganz, ganz kraftvoll. Ja, okay. War ein bisschen holprig, weil ich ja mit diesem Deck noch nicht so ganz warm bin. Mit den Runen hatte ich mich letztes Jahr beschäftigt. Da bin ich wieder rausgekommen. Deswegen habe ich da jetzt auch musste ich auch noch mal nachgucken, aber es ist auf alle Fälle stimmig, die Legung. Spür hinein, ob du hiermit in irgendeiner Weise konform gehst. Wenn ja, dann ist das natürlich genial. Wenn nein, leg sie weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch Fragen hast, dann frag mich. Wenn du noch eine private Lesung möchtest, dann darfst du mich gerne anschreiben. andreawirk.com ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer und da findest du auch meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal und Streamer und du darfst mich gerne über eine von diesen anschreiben, ja? Okay, ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe und ja, spür in dich hinein und leb das, was in dir drin ist und bring es fokussiert in die Welt. Tschüss! So, ihr Lieben, vom zweiten Stapel, das ist jetzt das Cosmic Tribe Tarot. Ich hatte ja schon anfänglich gesagt, dass es sehr mit sehr vielen nackten Menschen zu tun hat. Wer damit ein Thema hat, der, es ist auch ein bisschen crazy, ein bisschen psychedelic. Es ist auch aus den 80ern, glaube ich, oder 90ern. Und wer damit ein Thema hat, der sollte jetzt gucken, ob er damit umgehen kann. Es ist natürlich nicht jede Karte so, aber viele. Aber es ist keine erotische Nacktheit, es ist eine ganz normale, wahrhaftige Nacktheit. Genau. Und wir fragen jetzt das Cosmic Tribe Tarot, was es uns denn mitteilen möchte bezüglich deiner Selbstermächtigung, deiner Urkraft, deiner Kraft. Genau. In deinem Thema, was du bitte reinbringst. Ja. Und du guckst dann bitte genau hin oder spürst genau hinein, ob das Thema mit dieser Legung konform geht, was du reinbringst. Und sollte das nicht so sein, solltest du hier jetzt gar nichts rausholen können, dann leg die Legung weg, weil das nämlich eine allgemeine Legung ist, die ja nicht auf jeden zutreffen kann.
Und dann suchst du dir irgendwo eine andere Legung aus, genau. Und so. Ja. Und sei bitte immer sehr ehrlich mit dir. Press hier nichts rein, was nicht reingehört. Das ist auch nochmal wichtig. Okay, dann schauen wir mal, was bei dir los ist. Wow, wir haben ja die 8 der Münzen, der Scheiben. Auf alle Fälle hast du eine ganz bodenständige Kraft in dir. Und du bist schon der Meister. Und dadurch, dass du der Meister bist, kannst du die Kraft eigentlich auch, kannst du ganz bodenständig das nach außen leben, was in dir drin ist. Wir haben die 7 der Kelche und die 4 der Schwerter. Bei dir ist noch Verwirrung da. Du weißt noch nicht, wie du deine wahre Kraft, deine Meisterschaft wirklich nach außen bringen sollst. Wir haben die 10 der Stäbe und wir haben den Emperor. Da ist jetzt die Situation so, dass du dir zu viel auflädst. Du glaubst, du musst viel wissen, viel können, viel vorzeigen, viel mitschleppen in deinem Rucksack, um kraftvoll zu sein. Aber letztendlich nimmt dir das die Stärke, weil dich das behindert. Ja, das heißt, es ist wichtig, dass du genau hinspürst, und dazu braucht man diese 4 der Schwerter, genau hineinspürst, dich zurückziehst aus dem Außen und guckst, was ist wirklich deine wahre Stärke, was ist deine Macht, was ist deine Kraft, weil du hast sie in dir. Das ist hier der Emperor, ja, der ist kraftvoll. Das ist der Selbstausdruck. Wir haben hier ja auch die Sonne. Wow, wir haben hier die 2 der Kelche als Herausforderung, die 5 der Münzen, der Scheiben, als Weg der Gehängte und als Ergebnis haben wir den Stern. Wow, guck mal, wie schön der Stern ist. Das ist spannend, in diesem Deck gibt es ganz kraftvolle Selbstermächtigungskarten. Wir haben hier relativ ruhige Karten, das ist jetzt echt spannend. Das ist so ähnlich wie in der ersten Legung. Hier geht es wirklich um die ruhige Kraft, um die Liebe eigentlich, um dein inneres Wissen, um deine Intuition. Und das ist deine Meisterschaft, deine weibliche Kraft, deine weibliche Energie, deine Energie, die eigentlich fließend ist, gleichzeitig aber bodenständig und weil das ist hier deine Meisterschaft. Und vielleicht glaubst du musst kraftvoll sein, du musst nach außen hin wirklich stark wirken und deswegen lädst du dir immer wieder neues Zeug auf, was auch immer, ob das jetzt ist, dass du dann ins Fitnessstudio gehst oder immer mehr Kurse machst, damit du in deiner Berufung vielleicht kraftvoller dastehst. Ich weiß ja nicht, um was es bei deinem Thema geht. Du lädst dir immer mehr auf, weil du denkst, dadurch wirst du kraftvoller, aber eigentlich wirst du dadurch immer schwächer, weil du immer mehr mit dir rumschleppst. Und die Kraft, die kommt nicht von dem, was du dir von außen auflegst oder anschaffst, wenn es jetzt um was Materielles geht, sondern deine Kraft kommt von innen und die hat sich entwickelt im Laufe der Zeit, weil du dran gearbeitet hast, ob es jetzt unbewusst war oder bewusst, deine Kraft ist da. Das ist die 8 der Scheiben und das ist deine Meisterschaft und die hat sich entwickelt. Oder was eben das letzte Stück, was noch fehlt, ist, um das dann letztendlich auch wirklich zu verstehen und zu begreifen und nach außen leben zu können, ist das Fließen, in den Flow gehen. Das ist eine weibliche Kraft, um die es hier geht. Die ist weich, die ist zart, die ist sanft, aber gleichzeitig absolut kraftvoll und fließend natürlich. Und du glaubst wahrscheinlich im Außen wirklich noch suchen zu müssen, was brauche ich noch, damit ich in meine Kraft komme, damit ich mächtiger werde, damit ich weiß nicht was bin, aber zieh dich aus dem Außen raus, zieh dich aus deinen Gedankenkonstrukten raus, zieh dich aus dem Außen raus und spür in dich hinein und dann wirst du spüren, wie kraftvoll du bist, ohne den ganzen Ballast und dann kannst du diese Kraft auch nach außen weben, ja.
und dir was aufbauen damit letztendlich. Und die Herausforderung ist, das eben zu erkennen. Ja, er glaubt hier, er ist nichts wert, er kann nichts, er hat nichts. Du hast ganz viel, du hast die 8 der Münzen. Und guck mal, wie schön die ist. Die ist absolut schön und die ist auch vollkommen eigentlich. Ja, das ist eine vollkommene Blume. Und die scheint und die zeigt sich und sie ist bunt und sie ist schön. Und sie ist aus der Liebe heraus entstanden und aus dem Fließen, ja, und aus dem Zyklus letztendlich. Und das ist alles weiblich, das ist eine weibliche Energie. Du bist ganz viel wert. Und der Weg ist, das jetzt zu erkennen. Du glaubst, du hängst fest, du glaubst, du kannst nichts. Hier oben ist das Universum. Das ist der Baum und das ist das Universum. Und hier unten sind die Wurzeln. Und du glaubst, du kannst nichts. Und eigentlich hängt der gar nicht, der liegt. Ja. Und du glaubst, du hängst fest, aber du. Ja, und der Gehängte ist ja letztendlich auch der Weg und der sagt, wir haben hier zwei Augen, guck genau hin, spür genau hinein, guck genau in die Ober in die in, ja, ändere deine Perspektive im Außen und im Innen und dann wirst du versuch dich zu spüren auch, das ist ganz wichtig, zu spüren in deinem Körper deine Kraft zu spüren. Das ist ganz wichtig und dann wirst du erkennen, wie fließend deine Kraft ist und dass es eine weibliche Kraft ist. Das hatten wir eben auch in der ersten Legung. Spannend. Jetzt haben wir wieder ein durchgehendes Thema hier. Hatten wir letzte Woche fast schon. Und dann kannst du das Ganze wirklich hier nach außen scheinen. Dann scheinst du in der Dunkelheit deine weibliche Kraft. Sie ist ja auch weiblich und fließend. Der Stern, dann brauchst du nichts vom Außen, du scheinst aus dir heraus wie ein Stern am Himmel, ja? Das ist deine Urkraft, das ist deine Selbstermächtigung. Und dann kannst du auch mit dem Herrscher, der ist ja eher die männliche Energie, das war jetzt auch in der ersten Legung so, das bringt dich dann in eine Sicherheit, die dann vielleicht eher eine männliche Energie ist, ja? Aber ja, so ist das. Ich kann da, brauche da gar nicht mehr sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, was nehmen wir denn jetzt hier für ein Deck? Ich glaube, wir nehmen das Zillig-Tarot. Das ist auch so ein bisschen weiblicher. Das passt da jetzt ganz gut. Das ist echt spannend, weil dieses Deck hat wirklich ganz krasse, feurige Selbstermächtigungskarten. Und hier kommen eher die Karten, die wirklich, hier guck dir mal an, wie weich das hier alles ist. Wie zart, auch selbst die 7 der Kelche, die ja so ein bisschen die Verwirrung darstellt. Ja, also hier ist nichts Feuriges, hier ist wirklich die weibliche Energie. Das ist deine Kraft. Und wenn du das nicht verstehst jetzt, oder dann versuch deine weibliche Essenz zu spüren. Vielleicht hast du auch noch ein Thema mit dem weiblichen Aspekt, ja. Da könnte ich ja auch noch eine Karte ziehen, aber die habe ich jetzt hier. Da muss ich die Kamera ausmachen, weil. Das liegt jetzt hier unterm Tisch, da komme ich jetzt gar nicht dran, ohne dass alles hin und her gerückelt wird. Okay, gucken wir mal, was wir hier haben. Wir haben die 2 der Stäbe, die 7 der Schwerter, der Prinz der Scheiben und die Prinzessin der Kelche. Also. Die 7 der Schwerter, wir haben hier 2 Siebener, die beide von der Illusion sprechen. Ja, du bist hier hinter dem Schleier, dem grauen Schleier und erkennst überhaupt nicht die Blumen, die da sind. Die Blume, die du bereits schon erschaffen hast. Und du glaubst, du kannst nichts und du bist nichts wert. Auf der geistigen Ebene, aber du bist so viel wert und du hast so viel Potenzial. Ja, und das gleiche auch hier mit der 2 der Stäbe. Du bist absolut kraftvoll, aber du traust dich noch nicht durch das Tor des Feuers zu gehen, sag ich mal, in die Welt, um dich zu zeigen. Und aber du hast die Kraft. Du hast sie. Das ist die weibliche Kraft und die ist eben nicht so präsent wie eine männliche Kraft.
aber du hast sie. Und hier wird es auch nochmal dargestellt, wie weiblich die Kraft ist. Wir haben die Prinzessin der Kelche, die ja sehr weiblich und auch jung ist. Sie ist ein bisschen zurückhaltender in ihrem Fließen und in ihrer Liebe und in ihrer Kreativität, ja. Und der Prinz der Scheiben auch, ja, er ist auch eher langsam und zurückhaltend, aber er ist absolut bodenständig und in der irdischen Welt steht er mit beiden Beinen. Und du glaubst, dass du vielleicht, wenn du deine weibliche Kraft jetzt fließen lässt, dass du dann vielleicht nicht mehr mit beiden Beinen auf dem Boden stehst, aber das geht. Wir haben ja hier die Kombination, ja. Und du solltest jetzt wirklich dich trauen, den Vorhang zu lüften und dich in deiner ganzen Schönheit zu zeigen. Das kann ja keiner sehen, was du hier für eine schöne Blume bist, ja. Das kann ja keiner sehen. Wer soll denn das sehen? Und es muss ja auch keiner sehen, aber es ist wichtig, dass du eben in der Situation deine Kraft zeigst. Und die ist nun mal eben weiblich, fließend, weich, liebevoll. Trotzdem kann man auch mal wütend sein, also das darf man natürlich auch, aber sie ist im Prinzip eine fließende, intuitive Kraft, ja, die bodenständig ist und aber auch langsam, vielleicht auch schüchtern. Und ja, geh hinter dem Vorhang vor, der Illusion, geh hinter dem Vorhang der Illusion vor, den du dir selber vorgehängt hast. Wir haben hier ja auch eine Illusionskarte. Und zeig dich in deiner Kraft. Geh durch die Tor, geh das, geh durch das Tor, durch das Feuer durch und zeig dich. Wir haben ja auch so eine Spirale, was ich jetzt auch wieder recht weiblich finde. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich noch für Karten lege. Wenn ich das. So, hier möchte ich jetzt noch das Wild Unknown Orakeldeck legen. Mal gucken, ob wir hier noch irgendeinen Input kriegen. Nehmen wir die oberste. Das lässt sich ein bisschen schwer mischen. Und es hat auch immer so dicke Karten. The Offering. Ja, die weibliche Kraft ist natürlich auch das Geben, das Nähren. Und natürlich auch das Nehmen, wenn man was bekommt, ne? Wir haben, oh, Thanatos, oh, hier geht es um den Tod. Und wir haben den Spiegel mit dem Mond. Auch nochmal spannend. Also, der Spiegel bedeutet für mich, dass du jetzt in den Spiegel schauen darfst und wirklich hinschauen darfst, wer du wirklich bist. Ja, vielleicht guckst du auf den Spiegel und siehst dich gar nicht und siehst gar nicht die Kraft. Und wir haben ja den Mond. Und der Mond ist ja wieder die weibliche Energie. Also guck dich mal genau an, im Außen wie im Innen, und du wirst erkennen, wie kraftvoll du bist. Und dass vielleicht eben dein altes Bild, deine Illusion, die letztendlich ja auch mit dem Spiegel zu tun hat, dass das gehen darf, weil der Tod ist ja auch gleichzeitig die Geburt. Ja, hier darf was sterben, hier darf dein altes Selbstbild von dir sterben. Ja, du hast dich vielleicht oft in den Spiegel geguckt und hast ein Selbstbild von dir und hast versucht, es hier zu verbessern. Aber das Selbstbild ist nicht dein Selbstbild, weil du dich nie richtig im Spiegel angeschaut hast. Guck dich mal richtig an. Und dazu ist der Gehängte gut. Guck dich mal genau an. Und aus allen Perspektiven. Und dann wirst du sehen, was dein Selbstbild ist. Und dann kann dein altes Selbstbild gehen und das Neue darf sich zeigen, nämlich das hier. Und das ist letztendlich auch The Offering. The Offering ist gleichzeitig auch was aufgeben oder geben, was man vielleicht sehr liebt, aber was jetzt gehen darf, damit man eben hier das Neue starten kann, die Geburt starten kann vielleicht auch. Ja, wir haben ja schon wieder den Mond. Und vielleicht ist es jetzt wichtig, dass du einfach das alte Selbstbild opferst. Du hängst sicherlich an deinem alten Selbstbild, aber
Ich denke, das darf geopfert werden, in Anführungsstrichen, ja. Sacrifice heißt im Englischen, also Opfer heißt ja im Englischen Sacrifice, und in Sacrifice ist ja auch sacred so ein bisschen das Wort drin. Also du darfst jetzt was, das alte opfern, das alte Selbstbild, an dem du so hängst, das darf sterben, damit das wahre Selbst von dir leuchten darf. Die Blume hier, die darf leuchten. Der Stern darf leuchten. Und das ist hier der Gehängte. Und du bist nämlich mit ganz wenig Selbstbewusstsein, und du hast aber ganz viel. Du hast so viel in dir, so viel Kraft. Also geh raus aus dem Außen und erkenne die wahre Kraft. Und die ist männlich, weiblich, aber eben auch männlich hier mit dem Emperor. Ja, die männliche und weibliche Energie gehört ja immer zusammen. Guck mal, der hat hier unten sogar noch das Universum mit einer Sonne und einem Mond oder was auch immer. Ja, wahrscheinlich ist das der Mond und hier die Sonne. Also er hat auch das Weibliche und das Männliche integriert. Also das ist eine ganz interessante Legung. Da solltest du jetzt wirklich mal genau hinschauen, ja? Und ich mache jetzt Schluss. Ich habe schon wieder 17 Minuten. Okay. Spür hinein, ob du hiermit in irgendeiner Weise konform gehst. Wenn ja, dann ist das super. Wenn nein, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Wenn du noch Fragen hast, dann frag mich. Wenn du noch eine private Lesung von mir möchtest, dann schreib mich gerne an. AndreaWirk.com ist meine Webseite. Da ist meine Telefonnummer mit all meinen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal und Threema. Und du darfst mich gerne über eine von diesen anschreiben, ja? Ich danke dir fürs Mitmachen. Ich wünsche dir alles Liebe und dass du es schaffst, dein altes Selbstbild abzulegen und dein neues in die Welt zu bringen und wie ein Stern zu leuchten. Tschüss! So, ihr Lieben, vom dritten Stapel, das ist jetzt das Mariel-Tarot, und wir hatten gerade wirklich sehr, sehr tolle Legungen, die beide so ein bisschen ähnlich waren, aber zum Schluss dann doch einen anderen Ausgang hatten. Und dann fragen wir jetzt mal das Mariel-Tarot. Liebes Mariel-Tarot, gib uns doch einen Hinweis, was der Fragesteller vom Stapel Nummer 3 hier, von deinem Deck hier, was der jetzt wissen darf bezüglich seiner Kraft und seiner Selbstermächtigung und vielleicht auch seiner Authentizität. Und ja, genau. Und du bringst jetzt bitte dein Thema rein, was du hast, ja, und guckst, wie das hier mit dem Thema, mit der Legung resoniert, spürst genau hinein. Und wenn du merkst, dass das, oh, ich war ja schon fertig, naja, dann sollte das so sein. Wenn du merkst, dass das hier nicht konform mit dir geht, dann leg die Legung weg und press hier nichts rein oder so, leg sie weg. Und es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Jetzt fangen wir an. Wow, wir haben ja die 9 der Stäbe, und die ist ganz kraftvoll in diesem Deck. Das ist die, ja, das ist eine ganz kraftvolle Karte, die aber auch eine Weichheit in sich hat, finde ich. Wir haben die 6 der Kelche, deine Seele schreit, Baby, und die Königin der Stäbe. Guck mal, wie kraftvoll die ist. Wow. Die ist sehr präsent. Also hier geht es auch um die Präsenz. Wow, hier will wirklich Präsenz gelebt werden. Dein Seelensein möchte in die Welt gebracht werden und ganz präsent in deinem Körper, also dass du das ganz präsent in die Welt zeigst. Also hier ist eine ganz starke Präsenz mit der Königin der Stäbe. Hier haben wir noch die 6 der Schwerter im Versteckten. Den Chariot, wow. Den Wagen, die 4 der Münzen als Herausforderung, die 4 der Scheiben, und das Ergebnis ist der Page der Stäbe. Dann haben wir hier noch die Liebenden, die sind hier so schön in dem Deck, und die 7 der Scheiben. Ah, das ist jetzt interessant. Da muss ich gerade noch mal kurz reinspüren, Leute. Also hier geht es wirklich um die Selbstermächtigung. Hier geht es um ein Aufwachen. Und die Kraft, die in dir schon drin ist, hier ist eine riesen, riesen Kraft in dir.
Wir haben hier die sechs der Kelche. Das ist für mich das Seelenerwachen. Hier möchte, dass deine Seele, dein Seelensein, dein Fließen, dein Seelenengel, dein weiblicher Seelenengel, was auch immer, möchte hier raus. Ja, es möchte fließen. Es möchte, deine Authentizität möchte gelebt werden. Und das kann sie auch hier mit der Hauptkarte, mit der neun der Stäbe. Die ist hier super kraftvoll. Du darfst jetzt deine Mauern aufbrechen. Du hast noch Mauern, weil du die du als Schutz hast, zum einen, aber auch als Kraftsymbol zum anderen. Und die dürfen jetzt aufbrechen. Weil wenn die aufbrechen, dann kann dein wahres Sein gelebt werden und dann kannst du in deiner wahren Präsenz erscheinen. Mit dieser kraftvollen Königin der Stäbe, die absolut mütterlich und weiblich ist, ja, die aber gleichzeitig eine, guck dir an, das ist die Präsenz in Person, ja, das ist der Hammer. Ja, eine liebevolle, präsente Energie ist das. Und hier unten haben wir noch die Sechs der Schwerter, die Sechser sind hier immer auch mit einem Engel verbunden und der Engel zeigt dir neue Wege sozusagen, ja. Und der Weg ist eben aus deiner jetzigen Perspektive raus, dass du deinen Horizont mal erweiterst und dich aus deiner Sicherheitsburg, aus deiner Mauer rausschälst und deine wahre Kraft tatsächlich zeigst und auch erkennst, was du für eine Kraft hast letztendlich. Also hier geht es um die Horizonterweiterung, um dass du deine Wahrnehmung erweiterst. Du solltest dich jetzt auch lernen, neu wahrzunehmen in dir selbst und auch in deinem wie du in deinem Umfeld bist. Und du wirkst vielleicht im Moment kraftvoll, aber nur deshalb, weil du dich schützt. Und der Schutz darf weg. Wenn der Schutz weg ist und du deine wahre Seelenenergie lebst, hier fließt es ja nur, dann bist du präsent. In der Liebe, dann bist du in der Liebe präsent. Das ist der Hammer. Und die Herausforderung ist jetzt wirklich, das Ganze auch zu starten, aus dir heraus zu leben, ja, wirklich in die Bewegung auch zu gehen, das in die Bewegung in deine Kraft oder aus deiner Kraft heraus. Das kann natürlich auch sein, ne, dass du deine Kraft eben spürst und dann eben auch nach außen bringst und die vier der Scheiben ist der Weg raus aus der Enge deines jetzigen Selbst, wie heißt denn das, Selbst, jetzt habe ich das Wort vergessen, vorhin habe ich es da tausendmal erwähnt, wie du dich selbst wahrnimmst, da darfst du jetzt rausgehen, das bringt dir immer noch Sicherheit, aber es engt dich ein, so wie du dich jetzt selbst wahrnimmst, das ist diese Mauer und wenn du dich auf den Weg begehst, dann kommst du raus aus dieser Mauer, die du dir selber aufgebaut hast und kannst in die Weite gehen und kannst auch alle Hindernisse überwinden letztendlich, ja. Das ist ja auch zusammen mit dem Chariot, ja, dass du losgehst, raus aus dieser Enge, in der du drin bist. Und das ist dein Selbstbild, was du von dir hast. Du darfst aus deinem Selbstbild rausgehen. Das sagt mir nämlich hier die sieben der Münzen. Das ist wie so ein bisschen wie ein Phönix aus der Asche, der aus dem Selbstbild rausgeht, was von außen, was du die ganze Zeit im Außen gelebt hast, aber gar nicht bist. Also was du in der materiellen Welt gelebt hast, aber gar nicht bist. Und deswegen warst du auch nicht wirklich kraftvoll, weil du hast dir was auferlegt, was du glaubst von außen, was kraftvoll ist. Und das ist wahrscheinlich auch eine Mauer gewesen, weil die Neun der Stäbe ist auch immer was, dass man sich schützt, damit man eben nicht verletzt wird und damit man nicht noch mehr Fehler macht, die man vielleicht schon gemacht hat. Das ist ja auch die sieben der Münzen so ein bisschen. Und da darfst du jetzt rausgehen und mit der Liebe, mit den Liebenden, ja, guck mal, wie fließend die sind und deine ganzen, vielleicht darfst du eben auch noch deine ganzen Wunden, die ja hier auch versteckt werden, deine Narben, deine Gegensätze, die du hast, deinen männlichen, weiblichen Aspekt, der hier ja miteinander zerfließt, ja. Vielleicht hast du auch noch Wunden, die mit anderen Menschen zusammenhängen.
die darfst du heilen. Das darf eins werden. Du darfst eins werden mit dir selbst, mit deinem Seelensein und deinem Menschsein, mit deinem weiblichen und männlichen Aspekt, mit dem inneren Kind und dem Erwachsenen. Hier dürfen die Dualitäten, die Polaritäten in dir miteinander verschmelzen, dass du eins wirst. Und wenn du dann eins bist, dann bist du deine Wunden vielleicht auch mit deinen Narben und deine Wunden mit deiner Kraft, deine Angst mit deiner Liebe, weiß ich nicht. Das darf alles miteinander verschmelzen. Das darf integriert werden, verschmelzen und zu was Neuem. Das ist so ein bisschen hier auch eine alchemistische Karte, finde ich, ne? Und zu was Neuem geboren werden. Und das ist dein neues Selbstbild. Du bist vielleicht auch innerlich gerade getrennt von, du trennst vielleicht auch dein Kind und deinen Erwachsenen, deinen männlichen und deinen weiblichen Aspekt, deinen, was hatte ich noch gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Diese ganzen Polaritäten trennst du, die dürfen nicht getrennt sein, die dürfen miteinander interagieren. Herz und Verstand wäre noch sowas, ja. Die dürfen miteinander interagieren. Und wenn die miteinander interagieren und liebevoll miteinander umgehen und sich miteinander vereinen, dann bist du authentisch. Dann bist du in der Präsenz, in der liebevollen Präsenz. Ja, dann hast du auch keine Angst mehr, Fehler zu machen. Dann stolperst du mal über irgendwas und dann richtest du dein Krönchen, stehst auf und gehst weiter. Dann macht das nichts. Auch hier habe ich das Gefühl, ist man sehr im Außen und versucht kraftvoll im Außen zu wirken, ist man aber eigentlich nicht, weil die eigentliche Kraft nicht gelebt wird. Und das ist deine Kraft hier. Und die möchte raus. Zusammen hier mit der Verschmelzung mit deinen ganzen Polaritäten, die du da in dir hast und noch nicht verschmolzen sind, ja. Und das ist ein neues Selbstbild, was hier gelebt werden möchte. Das ist ein neues Selbstbild. Das ist eigentlich hier das neue Selbstbild, die Karte. Und der Page der Stäbe ist, dass man sich dann, dass du dich dann wirklich traust, auch wenn du noch nicht so sicher bist auf dem Gebiet, deine Authentizität, deine wahre Urkraft, deine Selbstermächtigung nach außen zu leben. Ja, guck mal, wie kraftvoll der ist. Und er ist auch liebevoll hier mit den Blumen. Ja, er zeigt sich in seiner ganzen Verletzlichkeit. Er ist ja noch klein, aber eben auch mit seiner ganzen inneren Kraft, die er hat. Und die ist auch nicht so kriegerisch oder so, sondern die ist liebevoll, die ist kindlich, die ist ich habe gelesen, dass das hier auch irgendwas mit göttlich zu bedeuten hat. Also, das ist dann kannst du dein Sein liebevoll, vielleicht auch ursprünglich und kindlich ist falsch. Wie heißt denn das, was ich beim Narren auch oft verwende? Ja, voller Urvertrauen und Abenteuerlust kannst du dann Dein neues Selbstbild, was du dann von dir hast, leben. Und das ist kraftvoll. Das ist präsent. Das ist der Hammer. Hier, guck dir die drei Karten an. Das bist du. Das ist deine Kraft. Das ist deine Selbstermächtigung. Das ist deine, was habe ich noch gesagt? Urkraft. Ja. So, hier möchte ich jetzt auch noch eine Karte legen. Möchte noch eine raus, bitte. Danke. Okay, ich habe jetzt das Gefühl, ich möchte ein neues astrologisches Deck noch legen. Das habe ich jetzt aber da hinten liegen, weil ich das noch gar nicht vorgestellt habe. Die drei der Kelche, das ist die Fülle, die in dir ist. Und das ist auch die Kraft. Die zwei der Kelche, das ist ja der Hammer. Und die Zehn der Stäbe, und die ist in dem Deck sehr, sehr schön. Das ist nämlich hier, das ist dein Seelensein, das ist das, was gelebt werden möchte. Das ist das, was deine wahre Kraft ist, und die ist fließend, die ist bunt. Die ist nicht unbedingt jetzt feurig und kriegerisch, sondern sie ist kreativ. Und das ist das, was du gerade lebst, weil du
mit dir selbst überfordert bist, aber das möchte eigentlich gelebt werden. Und wenn du jetzt wirklich in diesen Prozess reingehst und den Weg gehst, dir deine Wunden anschaust, deine Mauer abreißt und deine Wunden und Narben auch zeigst, weil Wunden und Narben sind nicht Schwäche zeigen, sondern wenn du deine Verletzlichkeit zeigst, dann ist das Stärke. Und du glaubst, wenn du verletzlich bist, dass du dich verstecken musst, dass das niemand sehen darf in deiner Situation. Nein, man darf es sehen. Das macht dich stark. Das ist dein wahres Sein. Und daraus schöpfst du letztendlich deine Stärke und auch deine Kreativität. Und wenn du das aus der Liebe heraus machst hier, aus der Einheit mit dir selbst, dann fließt es nur noch hier mit der Zwei. Das ist die Liebe, die Zwei der Kelche. Wir haben ja die Liebenden und die Liebe. Ja, und guck mal, wie das hier auch zart fließt. Und wir haben die Fülle. Die Fülle ist in dir drin, aber du lebst sie nicht, weil du ein falsches Selbstbild hast, weil du glaubst, du darfst nicht deine Verletzlichkeit zeigen. Du darfst deine Verletzlichkeit zeigen. Du darfst das. Ja? Das macht dich stark. Du brauchst keine Mauern um dich rum, keinen Zaun, gar nichts. Du bist frei. Du kannst deine Kraft frei leben. Du darfst deine Verletzlichkeit zeigen. Du darfst auch deine Liebe zeigen. Du darfst alle deine weiblichen Aspekte zeigen. Das bringt dich in die Präsenz. Das bringt dich in deine Kraft. Das bringt dich in deine Kreativität. Oh, jetzt möchte ich noch das Lantern Oracle. Das passt ja jetzt noch. Und der Benny, der wartet jetzt noch einen Moment. Der geht jetzt nämlich nicht raus. Ich möchte jetzt noch ein oder zwei Karten vom Lantern Oracle. Okay, wollen wir mal gucken, ob hier noch was raus will, liebes Lantern Oracle. Ist das eine Karte? Nee, das sind zwei. Ja. Ich will aber nur eine. Die kleben immer alle so. Das ist jetzt eine. So. Transition haben wir hier noch. Transition. Guck mal, wie geil. Und das ist so eine alte, weise Frau. Die sind aber so dick. You have all of the inner resources you need to cross whatever bridge arises on your path. Du hast alles, alle inneren Ressourcen, die du brauchst, in dir drin, für was auch immer du das brauchst, um die Brücke zu überqueren auf deinem Weg. Du hast alles in dir drin, du hast die Kraft in dir drin. Du musst keine Mauer bauen, das habe ich ja eben schon gesagt. Presence of your absence. Hold what is absent in the presence of your love. Das ist natürlich jetzt nochmal eine Extrakarte, da muss ich gleich nochmal drauf eingehen. Radical curiosity, seeing as if for the first time ever time. Das ist so das innere kleine Kind in dir. Das ist auch so ein bisschen der Page der Stäbe, ja. Der ist neugierig und du solltest alles, was du siehst, das so anschauen, als ob du das erste Mal siehst, ja. Vielleicht eben auch deine Kraft und vielleicht eben auch deine Wunden, die du hast. Und vielleicht bedeutet diese Karte gar nicht, dass es um Menschen geht, der jetzt nicht anwesend ist, sondern um dein wahres Bild von dir, ja? Du solltest dich wirklich auch lieben. Also ich drehe die Karte jetzt mal ein bisschen um, weil dein wahres Selbstbild ist nicht anwesend und du solltest dein wahres Selbstbild, dein wahres Sein eigentlich mit Liebe füllen, ja. Du solltest nicht einfach immer nur hingucken und gucken, oh, das könnte ich sein, das möchte ich gerne sein. Du solltest es mit Liebe füllen hier und leben, ja. So würde ich die Karte jetzt einfach mal interpretieren. Und nicht einfach immer nur gucken, was das könnte ich machen und jenes, aber ich habe nicht die Kraft dazu. Du hast die Kraft. Bring Liebe rein, bring deine Essenz rein. Dann bist du in der Kraft, ja? Und bring auch noch dein Kind rein, deine Neugierde, deine Abenteuerlust. Das ist letztendlich hier auch das Ergebnis, dass du dann die Abenteuerlust und Neugierde hast,
diese Kraft und diese Präsenz und diese Kreativität, in der du drin bist, zu leben. Boah, ich habe schon wieder 18 Minuten, ich höre jetzt auf. Und das ist eine wahre, das ist tatsächlich eine Transition hier. Ja, also da, das ist ein Übergang. Du darfst jetzt deine inneren Ressourcen verwenden, die hier sind. Das ist diese Wahnsinnskraft, die hier ist, um neue Wege zu gehen und dich neu zu präsentieren im Außen. Ja. Okay, spür hinein, ob das deine Legung ist. Sind heute sehr lange Videos geworden. Wenn es deine Legung ist, dann freue ich mich natürlich. Wenn nicht, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast, dann frag mich. Wenn du noch eine private Lesung von mir haben möchtest, dann darfst du mich gerne anschreiben. AndreaWürk.com ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer. Da sind meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal und Threema. Und du darfst mich gerne über eine von diesen anschreiben. Ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir wirklich alles Liebe für deinen Weg, für deinen Übergang, für dein neues Selbstbild und für die Schwächen und Wunden und Narben, die du jetzt zeigen darfst und die eigentlich deine innere Kraft und deine Präsenz sind. Und auch die Liebe natürlich. Wir haben hier ganz viel Liebe. Tschüss.